zu Fortnite Mythbusters. Im heutigen Video geht es um den Kreativmodus. Und ich würde sagen, nalt euch an, denn es wird auf jeden Fall eine wilde Tour. Ja, ich musste wieder zurückrollen, Digga. Das war jetzt unangenehm, Alter. Aber ey, lasst trotzdem Daumen nach oben da, bitte. Und wir starten sofort mit dem allerersten Mythos, denn ihr seht schon, wir haben hier eine Wache stehen, Freunde. Und die greifen einen an, wenn die spawnen. Kann man denen aber auch einen Grappler geben und eine Boogie Bomb? Ich würde sagen, wir fangen an mit Boogie Bombs. Wobei, bei Boogie Bombs müssten die sich auch gegenseitig angreifen, oder nicht? Angel testen wir gleich auch mal direkt. So, Boogie Bomb funktioniert. Kann ich dir noch Angel geben? Nein. Genauso wenig wie den Grappler, Freunde. Und Rift nimmt er alles nicht. Okay, man kann den also an sich nur Waffen geben und anscheinend Boogie Bombs. Jetzt bin ich aber gespannt, Alter, weil selbst Eisgranaten und so haben nicht funktioniert. Wo spawnen die? Ah, da ist einer. Was geht, Jimmy? Okay, 20 Wachen sind gespawnt, Freunde. Und mal gucken, ob die Boogie Bombs werfen können. Ja, man sieht's, Digga. Die können Boogie Bombs werfen und die werfen auch alle gegenseitig sich irgendwie damit ab. Und jetzt haben wir eine Dance Party. Woo! Yeah, Digga, nice, Junge, feier ich. Was soll das bringen aber, Digga? Wir gehen weiter zum zweiten Mythos, Digga. Also, der ist auf jeden Fall wahr, aber Grappler und so funktionieren halt nicht. Mythos Nummer 2, man kann durch unendlich viele Türen gleichzeitig durchballern. Die Kenner von euch wissen ja, dass es jetzt diesen Schulterstoß gibt. Und wenn ich hier reinballer, bam, dann schmeißt er diese Tür so richtig auf. Aber kann man das wirklich 1000 Mal hintereinander machen, ohne dass es aufhört? Das werden wir testen. Wir fangen erstmal mit ein paar Türen an und schauen einfach nur, ob man überhaupt durch mehrere gleichzeitig durch kann. Weil ich glaube, maximal im Spiel trifft man vielleicht auf 2 Türen hintereinander, aber nicht auf so 5, 6 Stück. Wir sehen aber schon, Digga, wir kommen durch jede Tür easy durch. Gar kein Problem. Am Ende wurden wir zwar langsamer, das lag jetzt aber an der Ausdauer, Freunde. Deswegen setzen wir die Türen mal nebeneinander, wirklich so Millimeter breit. So, okay, das sind jetzt viele Türen, Digga. Gebt euch mal. Alle direkt hintereinander. Und hier müssen wir kurz eine kleine Kurve nach links machen. Ich hoffe, die schaffen wir auch. Okay, gut, dann let's go in 3, 2, 1. Gimme! Warte, ich brauche ein bisschen mehr Ausdauer, Digga. Ansonsten funktioniert das nicht. Nochmal neu. 2, 1, Jimmy! Bam! Versuch Nummer 3, Digga. Zieh durch! Oh, Junge! Oha, okay. Also, ihr habt gesehen, Junge, wie man diese Türen aufballert. Müsst nur gucken, dass die jetzt alle nebeneinander sind. Okay, jetzt. Let's give him! Wir ziehen durch. Bam, 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 bam. Und, oh! Jetzt hat's aufgehört. Und ihr seht, wir haben noch Ausdauer. Also, es war nicht wegen der Ausdauer, sondern wir sind genau bis hier hinten durchgekommen und haben die letzten Türen nicht mehr aufgekriegt. Aber der Effekt sah schon ziemlich geil aus, Digga. Von daher, der Mythos ist auf jeden Fall falsch. Man kann nicht durch unendlich viele Türen basten. Kommen wir jetzt zu Mythos Nummer 3. Kann man vor dem Amboss-Raketenwerfer abhauen? Und zwar haben wir hier kurz eine kleine Kiste und da ist der Amboss-Raketenwerfer drin, Freunde. Und wir sehen schon, ich habe das Ganze getestet. Da ganz hinten ist ein Auto, Freunde, auf 248 Meter Entfernung. Wenn ich jetzt 2 Meter weiter nach hinten gehe, dann erkennt der Raketenwerfer das Auto nicht mehr an. Genau hier vor mir liegt jetzt eine Druckplatte, Freunde. Wenn ich da drauf trete, dann werde ich sofort ins Auto teleportiert. Und vor dem Auto ist auch nochmal ein Rift, der mich nach ganz oben schick, irgendwo da hinten in den Himmel. Also man sollte theoretisch, wenn nicht durchs Wegfahren, dann mit dem Rift irgendwie davon abhauen können. Das heißt, wir gehen jetzt auf die maximale Reichweite, die das noch erkennen kann. Hä? Ich wollte nicht jetzt schon drauf treten. Okay, ich stelle mich auf die maximale Reichweite, Freunde. Erfasse das Ziel. Und jetzt muss es schnell gehen. Ich schieße, der Raketenwerfer geht los und wir fahren. Einfach gib ihm. Oh, ich höre es schon. Hä? Ich wurde nicht vom Rift erfasst. Kommt die Rakete? Fuck, Junge. Okay, das hat auf jeden Fall nicht funktioniert. Warum bin ich nicht durch den Rift geflogen, hä? Aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, Freunde, auch auf die maximale Reichweite kommt die Rakete trotzdem einem hinterher. Okay, neuer Versuch. Ich markiere wieder das Auto an. Schuss, rein da und jetzt direkt losfahren. Wir ignorieren den Rift jetzt mal, Freunde. Ich höre ihn schon, ich höre den Raketen schon. Ich höre dich schon, ich höre dich schon, ich höre dich schon. Jetzt, Digga, jacksen wir einfach nur ab. Kommt die noch hinterher? Ich glaube, wir haben sie ausgetrickst. Ja, die Rakete ist weg, Digga. Sie ist aber auch nicht... Ah doch, die ist gegen das Haus geflogen. Okay, ja, macht schon Sinn. Man kann Raketen austricksen, Freunde. Ich glaube aber, davonfahren wird ein bisschen schwierig werden. Also kriegt das so... Ja, muss Hälfte. Kommen wir zu Mythos Nummer 4. Kann man mit dem neuen Bunsenbrenner Wasser löschen? Denn ihr seht schon, wir haben hier 2 Hydranten, Freunde. Einmal so einen fetten und einmal so einen ganz kleinen. Ich mach mal noch einen ganz, ganz kleinen. So, Bruder, also der ist wirklich richtig, richtig klein. Und wir testen einfach mal. Ich schlag hier einmal auf. Ihr seht schon so eine riesige Wasserfontäne. Dann machen wir hier auch noch einmal. Zack, so eine kleinere. Und jetzt kommt die ganz, ganz kleine, Digga. Okay, dann bin ich mal gespannt. Wir halten jetzt einfach den... Oha, sorry. Schimmer, Bruder. Wir halten einfach mal den Bunsenbrenner da entgegen.
und es passiert nichts. Aber ey, ich kann das Ding reparieren. Warte, kommt er dann wieder? Und der Hydrant wird nicht wieder hergestellt, auch wenn er voll repariert ist. Er ist nicht wieder zu. Dasselbe auch beim kleinen. Wasser löscht sich nicht. Also, Mythos ist falsch. Man kann kein Wasser löschen und der Hydrant wird nicht wieder repariert, wenn es sozusagen hier repariert ist eigentlich, ne? Weil da ist der jetzt nicht. Wenn ich hier gegenschlage, kommt auch nicht eine zweite Fontäne raus. Das würde ja keinen Sinn machen. Für Mythos Nummer 5 brauchen wir mal eben kurz einen Rift, Freunde. Ich platziere das einfach mal, zack. Und ihr seht schon, da unten, wo ich es hinplatziert habe, da müsste jetzt ein kleines Rift entstehen. Ihr seht das hier. Und die Frage ist, kann man dieses Rift kopieren? Weil alle anderen Rifts kann man ja eben kopieren und öfter platzieren. Was ist passiert, Digga? Ich probiere es einfach mal aus. Ich rifte jetzt einmal hier hin. Kann ich das kopieren? Ja, es geht. Und was passiert jetzt, wenn ich es öfters 1000 Mal hier hinsetze? Zack, zack, zack. Dann müsste das ja gleich wieder verschwinden, weil das sind ja nur so kurzzeitige Rifts. Doch, eins nach dem anderen verschwindet. Okay, krass, Digga. Ich habe noch eins schnell geklaut und ich kann ja einfach so 1000 Mal jetzt hier wieder hinkopieren. Wartet, wartet, Freunde, wartet. Das Interessante kommt gleich erst. Ich mache so eine Million Dinger hier hin und jetzt starte ich das Spiel. Bleiben die bestehen? Gehen die direkt am Anfang weg oder sind die einfach gar nicht da? Ah doch, ich sehe die. Und die verschwinden. Aber noch während ich schon am Laden bin. Okay. Interessante Sache, Freunde. Man kann Rifts kopieren, die man gerade selber erstellt hat. Von daher. Kaching. Das funktioniert. Mythos Nummer 6. Kann man den Schildsprinkler und Fallen bewegen lassen durch den Objektdingsteil da? Ihr könnt schon sehen, ich habe hier einen Schildsprinkler stehen, Freunde. Und einmal diesen Objektbeweger. So, ich stelle den mal einfach auf 2 Meter die Sekunde. Entfernung machen wir auf 200 Meter. Okay, da ist unser Schildsprinkler, Freunde. Und er müsste sich jetzt sofort bewegen, sobald wir dem entgegenkommen. Und er bewegt sich! Hat er sich gerade bewegt oder bin ich dumm? Ich schwöre, er hat sich gerade bewegt für 2 Sekunden. Aber warum nicht mehr? Warte, das muss ich nochmal neu testen. Das kann doch nicht sein. Er chillt noch da. Und ich bleibe jetzt mal stehen. Ja, er bewegt sich. Ja, er bewegt sich. Hey, wie geil. Lol. Und dann kann man so währenddessen mit dem laufen und er bewegt sich so weiter. Hä, wie stark. Okay, nice, Freunde. Also dieser Mythos funktioniert und damit ein Kling. Kommen wir jetzt mal aber langsam zum allerletzten Mythos, Freunde. Denn wir haben hier unten die Zapfsäulen. Und wenn ihr mal seht, Freunde, ich meine, ihr müsst eigentlich alle kennen, man schlägt einmal gegen so eine Zapfsäule und dann... Junge, ich kann nicht mal mehr reden. Freunde, ich bin gerade schon so lange auf, ne? Es ist so aufwendig, die ganzen Sachen hier zu bauen.